Was sagst du als Tankmain zu den neuen Tank-Nerfs in der Beta und der neuen Philosophie, dass Heiler auch wieder mehr auf Tank schauen müssen? Also ich habe natürlich bei diesen Änderungen keine Freudensprünge gemacht. Ja, gerade als WoW-Gewohnheitstier, gerade wenn man seit langer Zeit seinen Main hat, und das ist bei mir nun mal der Blut-EK, ne, dann liest sich das jetzt nicht besonders schön. Aber, was man ja immer nicht vergessen darf bei solchen Anpassungen oder auch Nerfs, die sind ja nicht dazu da, jetzt mit einem Glücksrad einen rauszusuchen und da, wo das stehen bleibt, sagt Blizzard, den ficken wir. Ja, es geht ja, wie du es gerade schon richtig eingebunden hast, immer um Anpassungen insgesamt, ja. Und darum war der Heiler-Fokus so eine Sache. Wir haben natürlich auch wieder ganz andere Dungeon-Mechaniken und Scalings. Wir haben die Heldentalente, die super viel mit reinbringen, ja, weswegen solche Änderungen eigentlich auch bei vielen anderen, denke ich, noch passieren müssen oder schon passierten. Und deswegen ist es jetzt, denke ich, auch fehlerhaft, den Teufel an die Wand zu malen. Na, ich meine, es ist so ein Community-Ding bei jeder Änderung, die auch mal ein bisschen was rausnimmt an Prozenten, direkt in Weltuntergangsstimmung zu sein. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzten Untergänge von WoW mit einem Item oder Level-Squish. Das ist nicht mehr WoW, wir haben nicht mehr 100 Millionen Level und ich kritte nicht mehr mit 70 Milliarden, mit Zahlen, die gar nicht auf den Bildschirm passen. Juckt gar keinen heute mehr, oder? Damals, jeder hat aufgehört, WoW zu spielen, sind alles Bots hier. Oder Global Cooldown Änderungen. Erinnert ihr euch? Krückstock schwenkt. Global Cooldown ändert sich. Apokalypse. Ragnarök sein Onkel. WoW ist wieder tot. Juckt gar keinen mehr heute. Oder hörst du es irgendwo? Nein. Und jetzt sind halt die Tank-Änderungen. Ja, darum denke ich, das ist kein Grund für akute Freude. Es ist aber auch gleichermaßen kein Grund, jetzt irgendwie mit einem Baseballschläger den Rechner kaputt zu hauen. Also hoffe ich zumindest, ja. Und ich bin ja sowieso ein Spieler, der auf solche Anpassungen nicht besonders viel gibt. Mir ist es egal, welche Klasse oder welcher Spec theoretisch ganz oben oder ganz unten steht. Für mich ist immer wichtig, habe ich Bock da drauf. Und dann habe ich bisher auch, seit MOP spiele ich ja den DK als Tank, habe ich jeden Content schaffen können, den ich schaffen wollte. Konnte mich mal mit den DDs, mal mit den Heilern entsprechend battlen und hatte nie das Gefühl, egal mit welchen Talent-Changes, Präsenzänderungen oder was auch immer, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr spielbar wäre. Ja, überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig. Also, da werden, denke ich, auch viele wieder aufschreien, die diese Änderungen so gar nicht groß merken werden. Ja, da verschieben sich jetzt wieder wilde Listen, die sich bis zum Release eh noch 5-mal ändern werden. Und sicherlich ist das dann wieder sehr essentiell auch für die World First Raider, die sich ja auch dazu geäußert haben, für die großen M-Plus-Blaster und. Aber für die, die dann in Plus 2 so tun, als wären sie große M-Plus-Blase, da höre ich wieder das meiste gemeckern. Da ist die größte Untergangsstimmung. Also, will mich gar nicht groß darüber lustig machen, aber ein paar Memes müssen natürlich trotzdem befeuert werden. Und wichtig ist, glaube ich, bei diesen Änderungen, dass man so ein bisschen rauszoomt, wie du das gerade getan hast, und nicht vergisst, dass da auch ein bisschen mehr dranhängt, als jetzt Blizzard zu unterstellen, sie wollen Tanks irgendwie noch unattraktiver machen. Aber genau das ist, denke ich, das größte Problem, das damit einhergeht, dass natürlich die Fazits trotzdem negativ aussehen. Ja, dass jeder irgendwie mitmemt, dass jeder irgendwie mitschreit. Also ich habe plötzlich wieder Leute gesehen in meinen Social-Media-Timelines, die haben seit Jahren nichts zu WoW getweetet, aber auch die haben jetzt die Wowhead-Posts geteilt, ja, mit all die Tanks und so. Und diese öffentliche Wahrnehmung, die jetzt sehr negativ ist, die wird uns, glaube ich, am allerersten hops nehmen und sauer aufstoßen lassen. Weil du kannst jetzt Leute haben, die diese Änderungen in der Beta testen und vielleicht sogar zu dem Ergebnis kommen. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Gedankenexperiment. Testet jemand und kommt zu dem Ergebnis, ist genauso wie vorher. Spinnen wir ein bisschen rum, der testet dieses Ergebnis und sagt, ey, ist besser als vorher. Juckt gar keinen mehr. Da könntest du jetzt Statistiken teilen, wo Todesritter mit diesem veränderten Todesstoß-Timing und so, wurde jetzt die Heiler noch krasser abziehen in der Beta, würde gar keiner sehen wollen, würde völlig untergehen, weil die Tanks sind jetzt unattraktiv. Und genau in diesem rasenden Zug sitzen wir alle drin. Und wenn du jetzt natürlich Leute hattest, die noch unsicher waren, was sie in TWW mainen wollen, wegen Heldentalenten oder Pipapo, ja, die werden jetzt natürlich den Teufel tun und sich für den Tank entscheiden.
Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Nicht, dass der DK vielleicht ein bisschen anders mit dem Todesstoß umgehen muss oder der Paladin ein bisschen weniger heilt oder der Heiler wieder ein bisschen mehr heilen muss oder so. Sondern, dass wir das in der Öffentlichkeit allesamt schon wieder so zerrissen haben, dass wir im Endeffekt vermutlich, egal wie schlimm das jetzt ist, weniger Tanks haben, längere Wartezeiten, längere Suchen bei Gildenraids und. Und das ist eigentlich immer richtig scheiße. Das ist so die Form von Scheiße, wo wir uns als Community auch häufig schnell mal ein Ei ins eigene Nest legen, unabhängig von der Schlimmheit der Änderung. Und da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Das ist in meinen Augen eigentlich das größere Problem. Ja, diese riesige, aufgebauschte Blase, bei der man jetzt nicht so genau weiß, ob sich das nicht trotzdem schon jetzt, ja, sehr negativ auf die Tankwahl auswirken wird. Ich denke schon. Leider ja. Gerade ging es um die Änderungen für Tanks, die an vielen Stellen verändert, um nicht zu sagen abgeschwächt wurden, um auch den Heilern wieder mehr im Bereich der Tankheilung zu ermöglichen. So war gerade die Ausgangssituation. Oder wie wir es als Social Media Nutzer nennen, Tanks völlig unspielbar. Ja, darum, was ist das Fazit von diesen ausschweifenden Gedankenspielen? Ich als Tankmain freue mich natürlich nicht darüber. Ich hätte lieber eine dauerhafte antimagische Hülle und einen 700%igen Bonus in Heilung auf Todesstoß bekommen. Aber werde mich damit arrangieren, werde vermutlich nach ein paar Wochen gar keinen großen Unterschied merken und habe eigentlich nur Angst vor dem, was jetzt auf einige Entscheidungswelten von unsicheren Spielern zukommt. Weil wenn du da in der Schwebe warst, dann fürchte ich, werden wir jetzt noch ein bisschen weniger Tanks haben. Und darum, ja, ist das schwierig kommuniziert worden oder generell eine schwierige Entscheidung gewesen, jetzt auch so kurz vor TWW den Bums anzugehen. Weil tanken und heilen ist ohnehin schon nicht so attraktiv, ne? Gerade heilen, wenn ich an die letzten M-Plus-Seasons denke, hatten viele Heiler keinen Bock mehr, alle Mechaniken alleine zu spielen. Na, Heiler-Affix. Heiler-Affix hieß es immer. Ja, und Tanks natürlich dasselbe. Wenn du mal mit zwei anderen DDs versucht hast, ne, in einer Dreiergruppe dann irgendwie für einen Key-Tank und Heiler zu finden, ne, dann musste das schon ein besonders schöner Key sein. Sonst kannst du ja manchmal durchscrollen hier und siehst volle DD-Gruppe. So, und da jetzt natürlich, ich sag mal, ein Echo in der Öffentlichkeit zu erzeugen, was dann Tanks noch unattraktiver macht und noch unbeliebter werden lässt, wo es ja eigentlich geiler wäre zu sagen, wir ändern die Tanks so, dass es die geilste Rolle ist, dass sie am meisten Spaß macht, damit die Leute, selbst wenn die Angst haben, mal einen Tank zu spielen, sagen, ey, aber ich muss eigentlich wenigstens testen, ne? So, das hast du jetzt irgendwie gekillt in dem Moment. Und das ist, glaube ich, insgesamt die Community betreffend echt ungesund, gerade vor einem neuen Add-on. Aber ja, im Endeffekt hoffe ich, dass es uns nicht den Boden unter den Füßen wegreißen wird. Und ich denke, das wird es auch nicht tun. Aber rein von der öffentlichen Meinung her, da haben die Tanks gut geblutet, ne? Egal ob Schildwall oder nicht, da wurde gut geblutet.